Ich werde jetzt auch bloß noch Onatas suchen. Dann werde ich... Was? Wo kommen die denn her? Ihr Drecksschweine! Stirbt! Nee, ich werde jetzt, um den Gedanken nochmal aufzugreifen, ich werde jetzt bloß noch Onatas suchen und ihn überzeugen, halt damit zu machen, was nicht allzu schwer ist. Dann werde ich zu Wutras, nicht zu Wutras, zu dem werde ich nicht zurückkehren, sondern ich werde zu Satoras zurückkehren. Und nochmal gucken, ob der irgendwas zu erzählen hat, ich glaube aber nicht. Und dann werden wir noch Fix Myxia aufsuchen, um auch mit dem geredet zu haben. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, aber wir hatten eine ziemlich feste Aufteilung bei uns im Kreis des Wassers, was die NPCs gemacht haben. Also es gab im Prinzip drei wichtige NPCs. Das war Riordian, der anstelle von Satoras, der bei uns ja nicht mehr existierte, den Posten des obersten Wassermagiers lange Zeit übernommen hatte. Und dann gab es Kronos, der hat bei uns, so wie es auch im Spiel war, in Gothic 1 schon, die weltlichen Geschäfte sozusagen übernommen. Also einerseits Gold verwaltet und sowas und den Schatz gehütet oder so. Und andererseits hat er sich um die Beziehungen zu anderen Gilden gekümmert, also zu anderen Fraktionen, die irgendwo auf der Welt existiert haben. Das war dann hauptsächlich das Myrtanische Reich gewesen, zu denen man dann halt gute Beziehungen unterhalten hat. Ich laufe jetzt übrigens mal fix durch, weil ich hier erstmal hauptsächlich Onatas finden will. Und dann der zweite unter Riordian jetzt, der dann irgendwie was zu tun hatte, das war Myxia gewesen. Ach gut, die haben es schon wieder aufgegeben. Das war Myxia, der war für sämtliche magische Belange zuständig und hat sich darum dann gekümmert. Genau, also die waren sozusagen spezialisiert gewesen und Myxia ist ja auch hier im Spiel ein bisschen der Fachmann für die Magie. Glaube ich zumindest. Behaupte ich mal. Haben wir hier denn irgendwas? Hier leuchtet es so. Oder ist das nur Zufall? Ich will jetzt eigentlich auch nicht durch die Ruinen rennen, denn hier sind überall Untote. Nee, ist nix. Außer ein Korb. Und eine Steintafel sehe ich gerade da drin liegen. So, hier ist bloß irgendein Spruch drin. Feuerball, okay. So. Steintafel der Priester. Ach, sag bloß. Ja, wir sind ja auch im Viertel der Priester. Wir müssen ja diese Steintafeln finden. Oder haben wir das schon gekriegt? Ich weiß es gar nicht. Habe ich vorhin gar nicht aufgepasst. Oh je. Es gibt jedenfalls in jedem Viertel eine Steintafel. Und ich bin zu dumm, Onatas zu finden. Das ist unglaublich. Und die gilt es natürlich zu finden. Wir haben jetzt die Steintafel der Priester gefunden. Hier im Viertel der Priester. Und wir sind, glaube ich, schon wieder in der Nähe von Satoras und Co. Oh, Teleport nach Al-Jadim. Ist ja geil. Ich wusste gar nicht, dass es da einen Teleportstein extra für gibt. Gut, dann gehen wir jetzt noch zu Myxia. Scheiß jetzt auf Onatas, ist egal. Mit dem können wir eh nichts großartig besprechen. Das ist Satoras, okay. Wir gehen noch zu Myxia, reden mit dem. Und dann mache ich Schluss für heute. So, Myxia. Ich glaube, Myxia war hier drüben irgendwo. Myxir. Wo ist er denn? Der musste doch hier irgendwo sein, oder? Myxir? Wo bist denn du? Sag mal, du alter Lorch, wo kriegst du denn rum? Hallo? Myxir, da drüben ist er doch. Aber erstmal Steintafel lesen. Hier steht nichts Neues. Natürlich, ist ja auch alter Scheiß. Warum sollte da auch was Neues stehen? Uninteressant. Ah, natürlich. Okay, reden wir noch ein Bett. Ich werde erst mit Myxia reden und dann lege ich mich schlafen und dann ist Schluss für heute. Vorsicht, nichts anfassen. Schon gut, ich pass auf. Ich habe Stunden damit verbracht, Ordnung in dieses Chaos zu bringen. Du glaubst gar nicht, wie viele alte Steintafeln und Artefakte wir finden und wie aufwendig es ist, alles zu sortieren. Aber jetzt habe ich den Durchblick. Ja, er hat Stunden damit verbracht, alles zu sortieren und dann schmeißt er die ganzen Pergamentrollen wieder auf einen Haufen. Ist klar. Wegen dieser alten Artefakte. Ja. Das meiste ist unnützer Tand. Kochrezepte und Liebesbriefe, sowas halt. Hier. Oh Schenkel in vollem Saft. Ein Liebesbrief? Ein Kochrezept. Es ist alt, aber kein nützliches Wissen. Schön. Was ist mit dem Artefakt der Totenwächter?
Totenwächter. Totenwächter. Er müsste unter AV-37 liegen. Ach, hier. Ich zitiere. Und Jarogol, der Wächter, stieg hinab in die Gruft. Komm zur Sache. Hier ist es. Trug er sein Artefakt, gesegnet mit der Kraft des Lichtes und des Lebens, und gab denen Ruhe, die keine Ruhe fanden. Und was soll das jetzt heißen? Ich schätze, es wird sich um etwas handeln, das dir bestimmt nicht süß sein wird. Super, Myxia, du bist großartig. Jarugol heißt also offenbar der untote Hohepriester, dem wir in diesem Tempel begegnen werden, nachdem Jugol ja der im Bensala war. Erzähl mir vom nützlichen alten Wissen. Das alte Wissen ist der Schlüssel zur alten Magie. Ohne dieses Wissen wirst du nicht in der Lage sein, die alten Sprüche zu lernen. Schrifttafeln, Artefakte, Inschriften, überall kann nützliches Wissen versteckt sein. Hier, diese Tafeln kann ich dir geben. Kannst du mir etwas beibringen? Ja, es ist mir gelungen, einige Zauberformeln zu entziffern. Wenn du willst, bringe ich sie dir bei. Ja, wir gucken mal kurz drüber. Übrigens ein geiler Stab, den Myxia hier hinten trägt. Das ist bestimmt irgendein magischer Stab. Aber sieht schon schnieker aus, würde ich sagen, ne? Bring mir etwas über alte Magie bei. So, gucken wir mal. Schneller lernen, Roben, Stabkampf. Stabkampf, Stabkampf. Spannend. Bring mir was über Alchemie bei. So, das ist schon interessanter vielleicht. Permanente Pränke, ja. Tränke brauen. Könnten wir vielleicht... ich weiß nicht. Mal zukünftig, für die Zukunft vormerken vielleicht, dass wir mal vielleicht permanente Tränke zu brauen lernen. Denn wir haben ja Grundstücke, für permanente Tränke braucht man Grundstücke, weiß doch jeder. Und wenn wir damit unsere Statuswerte aufbessern können, ist das ja eigentlich nicht schlecht, ne? Aber jetzt erstmal nicht, ich glaube, wir haben sowieso keine Punkte, von daher, naja, was soll's. Und dann jetzt erstmal über den Tempel geredet. Weißt du was über den fünften Tempel? Der Verschollene. AT-13. Ich habe alle Informationen dazu zusammengetragen. Bitte die Kurzversion. Gut. Wir glauben, es gibt 5 Tempel und in jedem liegt ein Artefakt. Richtig? Ja. So sollte es auch sein. So war es aber nicht. Das letzte Artefakt, ein Ring, ist niemals im Tempel gelandet. Zum Glück für uns, denn sonst wäre diese ganze Geschichte schnell zu Ende. Wo ist dieser Ring dann? Lass mich dazu eine weitere Textstelle zitieren. Er aber ging nicht zum Tempel. Und seine Schritte führten ihn weit weg aus dem Land seiner Väter. Heißt das, er ist nach Norden gegangen? Das ist anzunehmen. Über die Gründe können wir nur spekulieren. Ja, das merken wir uns mal mit dem fünften Tempel hier. Es handelt sich dabei nicht um den Ring, den Basir gestohlen hat. So viel ist, glaube ich, klar, denn der Ring, der war ja vorher noch in Bensala. Nein, es geht dabei um einen zweiten Ring und den werden wir an einem ganz anderen Ort finden. Wo soll ich den Ring suchen? Such ihn im Norden. Vielleicht haben die Feuermagier noch Aufzeichnungen. Die Tempel der Feuermagier sind zerstört. Auch das Kloster in Nordmar? Dort haben sie doch eine Bibliothek. Das ist am anderen Ende der Welt. Ja, es ist ein gutes Stück zu laufen, aber du musst ja nicht sofort dorthin. Super, wenn wir hier fertig sind, zeige ich euch mal die Karte, dann wisst ihr, dass es wirklich ein Stück zu laufen ist. Okay. Welche Fähigkeiten verleiht der Ring der Magie? Die Sache liegt etwa 1000 Jahre zurück und unsere Aufzeichnungen sind spärlich. Wahrscheinlich verleiht er seinem Träger magische Fähigkeiten. Mensch, Blitzmerker, wer hätte das gedacht? Zeig mir deine Ware. So, wir können hier eine Wassermagierrobe kaufen. Ist das nicht schön, aber ich glaube, dazu brauchen wir auch Ruf bei den Nomaden. Das kann ich dir nicht verkaufen. Jedenfalls noch nicht. Ja, okay. Aber vielleicht mal für die Zukunft. Die bringt uns zwar nicht unbedingt was, glaube ich, aber sieht schick aus. Von daher können wir sie uns mal vielleicht holen später mal. Mal gucken. Weiß ich noch nicht. Gut, haben wir Myxia abgearbeitet. Die Karte möchte ich euch noch zeigen. Ja, wir sind hier unten in Aschdim und das Feuerkloster liegt da. Also wir müssten einmal quer durch Myrtana durch und dann bis in die hinterletzte Ecke von Nordmar, um zum Feuerkloster zu kommen. Und da werden wir natürlich auch noch hinmachen, aber nicht jetzt.
Jetzt erstmal ist Schlafen angesagt. Übrigens, ich glaube, er meinte vorhin diese paar Rollen hier, für die er Stunden gebraucht hat, um sie zu sortieren. Ansonsten sehe ich jetzt nämlich gerade nichts weiter. Ansonsten sind ja hier bloß noch... Wieso steht hier überall Schnaps rum? Sag mal, saufen die Wassermagier die ganze Zeit nur? Was sind denn das für Kunden? Ja, ich... ich werde gerade von der Seite angegrinst. Ich nehme an, das liegt am Jägermeister. dazu ist zu sagen, dass die herzallerliebste Aniron eine Wassermagerin im Tempel und nebenbei bemerkt, die das Herzblatt von Maris, mittlerweile auch die Frau, dass die aus Jux und Tollerei offenbar, also sie ist eine Kräuterkundige, sagen wir mal so, und sie versteht sich so ein bisschen aufs Heilen. Ja, aber nur ein bisschen, oh, hier kriege ich gleich Schläge hier. Und da hat sie sich aus irgendeinem Grund gedacht, ach, pack mal die Kräuter mal in Alk rein, und dabei haben die Kräuter halt ihre Wirkstoffe dann an den Alk abgegeben. Lag natürlich nur daran, dass Nordmänner in Aishadim waren und die irgendwie bespaßt werden mussten mit Getränken. Ja, die haben dann als Versuchskaninchen für den Kräuterschnaps hergehalten und den hat man dann natürlich kurzerhand mal Jägermeister getauft. So viel zum Jägermeister, jetzt lege ich mich schlafen. Ach so, ja, Aniron hat den natürlich Jägermeister getauft. Ja, da steht sie neben mir und stemmt ihre Arme in die Hüfte. Schlafen legen, so. Neuer Tag und neues Glück, aber nicht für uns jetzt, sondern wir speichern jetzt und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir dann hier noch nach Onatas suchen im Aishadim. Und wenn wir dann die Ruinen von Untoten reinigen und wenn ich dann mal hier groß zu quatschen anfange und dann dick auftrumpfe. Also, ja, bis dahin dann, ne? Und haltet gut durch in der nächsten Aufnahme, wenn ich einmal mit Quatschen anfange, kann es dauern, bis ich fertig bin, wenn es über Aishadim geht. Okay, bis dahin. Wir sehen uns dann, gehabt euch wohl. Und fertig speichern. Fertig speichern. So. Und tschüss!